Das ist jetzt für mich nicht so ganz zufriedenstellend, aber ein bisschen was haben wir. Was ist das? Das ist eine negative Abkommen eigentlich. Ja. Weil die Federn so stark sind. Und deswegen bin ich auch hergekommen, weil ich einfach mal Einschätzung haben wollte von jemandem, der Ahnung hat. Schönes Auto hast du. Das ist nicht meins. Das gehört eigentlich nichts mir. Ach so, ja, ja. Ach ja. Schlafen wir dann also? Das ist die Straße. Genau. Noch. Also an der hab ich nichts gemacht, gar nichts, ne? Es wurde ja nichts gemacht. Mhm. Aha. Ich was willst du mit der machen? Straße weiterhin, oder? Eigentlich als Ersatzprojekt für die Rennstrecke wollte ich den nehmen. Aha. Weil eigentlich ist die komplett gleich, also sehr ähnlich aufgebaut wie die andere auch halt, ne? Das Einzige, was drin ist, halt von Wilbers die Federn. Welche? Ja. Zehner. Das sind Zehner Federn? Ja. Das fühlt sich auch wie 8,5. Weiß ich. Aber hab ich bestellt bei Wilbers sogar. Okay. Also müssen eigentlich welche sein. Also das ist. Also ich bin ja ein Fan von wenig Dämpfung, ne? Ja, aber das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ich habe jetzt vor allem Druckstufe komplett zugemacht und das ändert nichts. Das kann alles möglich sein. Die Druckstufe reagiert kaum auf eine Veränderung. Die Zugstufe schon. Ja. Aber die Druckstufe nicht. Kann dann, vielleicht ist es eine Verstellergeschichte. Vielleicht ist das Schimmspaket irgendwo. Mhm. Ja. Das ist zwei Nadel. Es reagiert schon noch, aber es ist einfach zu wenig. Selbst wenn ich das. Du bist ja jetzt auch nicht der Leichteste, ne? Danke. Ja, das ist ja gut beieinander. Das kann man so sehen jetzt. Das ist ja gut beieinander. Ja, ja, man, ja, ja. Wir sind alle, also wir Mitteleuropäer, sind alle gut beieinander im Gegensatz zu den Japanern. Das stimmt. Das ist jetzt komplett geschlossen in der Hochschule, ne? Ich verstehe das nicht. Weil ich habe die gekauft von jemand anderem, also von einem Händler, und dann habe ich halt die Herren Federn reinmachen lassen von einem. Von der Werkstatt halt. Ich habe die bestellt, aber was habe ich so gesagt, ich will so und so viel. Wie stark die sein soll halt, ne? Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob die dann was, keine Ahnung, beim Einbau falsch gemacht haben oder. Schauen wir, ob hinten noch was geht. Hinten reagiert es jetzt zumindest noch. Relativ gut sogar auf die Druckstufenänderung. Okay. Also ich finde, hinten finde ich nicht schlecht. Ja. Das habe ich jetzt einmal so eingestellt, wo ich sagen darf. Da jetzt Das ist insgesamt viel zu weich. Hinten? Nee, also vorne meine ich. Ja, jetzt. Vorne, ja. Vorne ist. Zu schnell, also es geht ein bisschen, weil die taucht die halt so schnell ab dann in der Armbremsphase, wenn du in die Bremsen gehst, dann macht die, dann fällt die unter dir weg, weißt du, und das ist halt das Problem, was ich da sehe. Vor allem jetzt haben wir die Druckstufen komplett zu und es ist immer noch viel zu wenig. Ja, hinten passt gut, ja. Aber vorne schon sehr. Da kannst du jetzt eigentlich aus dem eingebauten Zustand nicht viel machen. Wenn das jetzt mein Motorrad wäre. Soll ich sie ausbauen? Bitte? Soll ich sie ausbauen? Ich spaß jetzt nicht, jetzt, weil du gesagt hast, man kann nicht viel machen. Halt. Ja, die Gabel zlegt dann. Zumindest die rechte Seite, wo die Dämpfung drin ist. Die hat links hat sie keine Dämpfung. Und das ist wahrscheinlich das Thema. Das hat Schober damals bei dem Motorrad so gemacht, dass sie quasi rechts nur die Dämpfung gemacht haben. Ja, also in einem Gabelholm, und dann muss natürlich diese eine Seite muss so stark sein, dass sie beide Federn zusammenhält.
Okay. Und das ist die Schwierigkeit, weißt du, was ich meine? Ja. Und da ist es natürlich so, dass die Dämpfung in der Druckstufe einfach zu gering ist, obwohl es in der Zugstufe wiederum eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Also okay. Zug haben wir mehr, als wir brauchen und Druck haben wir zu wenig. Und speziell sage ich jetzt mal, wenn du schneller wirst und schneller fahren möchtest und so und aggressiver in die Bremsen reingehst, dann hast du dann schnellen Transfer, weil der taucht einfach zu schnell ab. Ja. Das hat mit der Feder noch gar nicht so viel zu tun, sondern die Feder muss halt ein bisschen gedämpft werden, ne? Damit es langsamer. Also Dämpfung ist im Endeffekt nur die Geschwindigkeit. Das ist eine Geschwindigkeit vom Ein- und Ausfedern. Das ist nichts mit der Härte, sondern das muss zäher werden. Also nicht viel, aber ein bisschen zäher soll es werden. Für die Straße ist das bestimmt okay. Aber wenn du jetzt ausbauen würdest, was würdest du dann machen, damit sich's ändern würde? Es gibt für die Gabel, meines Wissens, muss ich nochmal nachschauen, dass ich keinen Schmarrn verzeihe, aber es gibt meines Wissens einen Big Piston, also einen anderen Dämpfungspisten, Kolben, mit einem anderen Schirmspaket oben und unten, damit du eben mehr Dämpfung erreichst. Ja, und dann hast du in der Referenz, also in der Range, hättest du mehr zur Verfügung, die wo du dann zwar nicht komplett nutzen musst, aber da kannst du ja dann von da wieder runtergehen. Ja. Und dann kannst du dich dann in den mittleren Bereich bewegen. So drehst du das Ding jetzt komplett zu und es ist immer noch zu wenig. Mhm. Wenn du es dann umbaust, dann bewegst du den mittleren Bereich und hast dann viel genug, sage ich jetzt einmal. Okay. Das wäre jetzt eigentlich das, wo ich sagen würde, das darf jetzt ich damit machen, wenn das jetzt mein Motorrad wird. Aber das ist für dich ja nur ein Ersatzmotorrad. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einmal die andere an. Das ist eins zu eins dasselbe. Ist eins zu eins dasselbe. Ja. Aber nicht, aber da wurde die Gabel, da wurde die wurde komplett umgebaut. Ja, dann ist doch nicht dasselbe. Nein, eigentlich nur das Modell ist dasselbe, ja, aber die Gabel ist anders da. Die, also laut demjenigen, wo ich sie gekauft habe. Das sehen wir gleich. Ja. Aha. Das fühlt sich aber genauso scheiße. Danke. Also, Schlüssel ist endlich. Ja. Federbeine sind beide okay. Ja. Ich denke, dass die Federn auch okay sind für dein Gewicht. Plus minus. Negativfederwege sind okay. Gabel komplett unterdämpft in der Druckstufe. Beide identisch. Ich denke, also meines Gefühls nach, da müsst ihr mich schon sehr stark täuschen, sind die Gabeln von beiden Motorrädern komplett identisch. Ich schaue jetzt mal, was für die Gabel für einen Piston gibt. Kann er da schon 500 Euro rechnen, wenn man es umbauen servicieren plus Kit. Also ich vermute, das gibt für die Gabel ein bisschen, also ein Kolbenkit mit anderen Chips. So, naja, von KTEC ist es. KTEC hat da quasi für die Standardgabeln andere Federn, andere, es gibt auch andere Federbeine von KTEC, aber eben die haben da ein bisschen was angerüstet für diese Standardsachen. Dann gibt es ein Pistenkit. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, nichts zu sagen. Den nehme ich jetzt mal mit beide und dann fahre ich mal und dann kann ich ja trotzdem mal Feedback schreiben. Das Blöde ist halt, ich bin halt noch gar nicht auf der Rennstrecke gefahren mit der. Also wenn man die ist ja wurscht, fahr jetzt einmal, hol dir mal Feedback. Schau es mir an, wenn du kommst mit den zwei Gabeln, dann schreibe ich dir das, was ich schreibe dir die Hälfte von heute gut, da rein in den Auftrag, dann passt das. Nein, ich will ja auch, dass du happy bist, ne? Um das geht es ja. Es geht nur um das, dass die Leute happy sind. Aber ich bin da, wir sind da ein bisschen die Hände gebunden, weil was soll ich jetzt mehr machen? Wir haben zu wenig Dämpfung. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will dir nicht unbedingt was verkaufen, aber ich kann dir nur sagen, dass du zu wenig Dämpfung hast. Du musst immer auftrauen und sagst, zu viel Dämpfung, weil eben teilweise schon andere Kolben verbaut worden sind von Vorbesitzern und von Tunern, ja. Was ja eine gute und günstige Alternative ist, so eine Standardgabe so halbwegs in den Griff zu kriegen. Die teure Alternative ist ja dann eine Cartridge, also komplette Dämpfungskartusche von einem anderen Hersteller zu verbauen. Da ist natürlich dann noch mehr drin. Aber eben so, sagen wir, Big Piston Umbau, 500 Euro mit Service. Das ist ja dann eine Preis-Leistungs-Alternative, oder wenn man eh schon Service macht für 300 Euro und dann sagt, okay, dann baue ich den Big Piston noch um, dann ist das natürlich eine gute Alternative, die dann spürbar was bringt, vor allem jetzt mit der Gabel. Und da denke ich nach wie vor, dass die Schwierigkeit dran liegt, dass einfach ein Gabelhalm die komplette Gabel dämpfen muss. Und da halt einfach blöd. Genau, blöd. In der Druckstufe zu wenig da ist. Also vielen Dank fürs Angebot auch. Ja, nichts so. Und deswegen bin ich auch hergekommen, weil ich einfach mal Einschätzung haben wollte von jemandem, der Ahnung hat. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht so viel machen konnte, jetzt so eine Sache. Ja, also ein bisschen was haben wir, ich meine, die waren ja fast komplett auftragen. Ja, ja, ja.
Also zumindest ein bisschen, ja. Es ist jetzt für mich nicht so ganz zufriedenstellend, aber ein bisschen was haben wir machen können. Ich bin trotzdem dankbar. Passt. Nichts zu danken. Dann fahren wir wieder heim. Nachdem wir bei den beiden Kawasakis leider nicht das gewünschte Ergebnis erzielen konnten, wartete am nächsten Tag bereits der nächste Patient. Eine Honda CBR 600 RR, deren Gabel die besten Tage leider bereits hinter sich hatte. Ja, das ist ein bisschen unterdämpft von der Gabel. Das habe ich mir schon gedacht, weil die war... Ja, die Gabel sinkt das Lied vom Tod. Die tut gar nicht mehr viel. Ja, ist nicht so toll, oder? Mhm. Was ist das? Heiß. Ja, wenn sie rauskommt, das Geräusch, gell? So, ja. Wenn sie rauskommt. Ja, ist es. Das kommt vom Federbein. Mhm. Also was ein bisschen der Fall ist, zum einen, also vorne ist sie halt extrem unterdämpft, das liegt aber daran, dass die Gabel, die spricht kaum mehr an, da kann ich fast drehen, was ich will, das ändert eigentlich nicht viel. Auf der Hinterachse haben wir ein bisschen viel Zugstufe, das heißt, die ist hinten, neigt hinten dazu, zu sehr drin zu bleiben und nicht rauszukommen aus der Feder. Mhm. Was natürlich dann die Balanceverteilung nach hinten umso stärker vermehrt. Das heißt, der Lenker oder die Vorderachse wird von Haus aus leichter, weil sie hinten zu stark drin bleibt. Das ist mir aufgefallen, weil wenn man beschleunigt so durchgehend, erster, zweiter, dritter Gang, ja, man hat das Gefühl, dass das Vorderrad kaum Kontakt zu Boden hat. Ja. Obwohl ich mit Körper ganz vorne geneigt bin. Ja. Und das ist jetzt einmal die Hauptseite. Ja klar, die Gabel ist auch scheiße, aber hinten haben wir viel zu viel Zug. Ja, jetzt kommt sie schneller hoch vor, als sie einiges langsam hochkommt. Ja, man könnte die Gabel mit einem größeren Pistenkit, also Kolbenkit, überarbeiten, damit sie mehr Dämpfung wieder hat. Mhm. Und selbst dazu machen und dann wäre sie schon straffer in der Bewegung, ja, damit sie smoother, sehniger sich bewegen. Wie bewegt sich preislich sowas? Ja, also mit Service und sagen wir mal Umbau auf den Kit. Da wärst du irgendwo bei 500-600 Euro. Okay, also ich denke, ich habe da jetzt einmal das Maximum rausgeholt, oder? Mhm. Mehr geht da wahrscheinlich nicht. Ja. Aber da wirst du nicht drum kommen, dass du zumindest einmal einen Service und ein bisschen, ja, Dämpfung überarbeiten, damit es da ist am vernünftigsten und du schickst mir die Gabel. Ja, Gabel ausbauen und dann genau, herschicken, wir bauen es um und schicken es aber zurück, aus dem Weg nicht. Genau, das stimmt, ja. Aus dem Fahrtweg nicht, und das kann ja jeder vernünftige Schrauber kann die Gabel ausbauen. Ja, das ist jetzt kein Hexenwerk. Du wirst jetzt eine Verbesserung merken, mhm, weil es jetzt hinten nicht mehr so lang drin bleibt, mhm, hinten schön rauskommt, vorne ein bisschen mehr Abstützung. Ja. Und dann wirst du merken, dass das Thema weg ist. Aber nichtsdestotrotz musst du natürlich beim vollen Beschleunigen schauen, vor allem in die ersten zwei, drei Gänge, dass du halt viel Gewicht auf die Fußrassen hast, ne, und dich gut nach vorne drückst und nicht zu sehr im Sattel sitzen, ja, genau, weil sonst ist klar da. Das habe ich auch probiert, so ein bisschen mehr mit Gewicht auf Sitz, ja, zu gehen. Na, auf Fußraste. Na, aber so mache ich meistens, also auf Fußraste. Macht dir dein Fahrwerk auch Probleme? Dann nimm Kontakt zu uns auf und lass uns deine Probleme für dich aus der Welt schaffen. Wir freuen uns auf dich.